Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer Emanum von The Mechanical Gaming und ihr seht hier heute ein Airmech Guide und zwar meine Standardtaktik, welche ich fast in jedem Match benutze. Und zwar einfaches Vorrücken quasi. Und ich will euch auch die Head vorstellen, welche ich finde ist eine sehr effektive Einheit, besser als diese Türme, die Raketen schießen oder ähnliches. Da einfach der Schaden direkt auf die gegnerischen Airmechs übertragen wird und nicht die Raketen den Airmech erst treffen müssen, wodurch das viel schneller geht. Ja, der Standardaufbau bei dieser Map, ich fliege hier erstmal, wie ihr gesehen habt, mit den Einheiten zur Mitte. Der Gegner verhält sich auch sehr defensiv, das ganze Spiel über. Und deswegen habe ich mich hier ein bisschen aufgebaut. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass er mich von hinten rushen will. Ja, dann auch ein bisschen machen, aber nicht, kann man nicht wirklich als Rush bezeichnen. Ja, deswegen baue ich mich hier ein bisschen auf. Nehme auch hier so eine AP, damit die Einheit ein bisschen platt macht. Also aber eher nur so nebenbei. Das kommt halt dann auf die Map drauf an. Am Anfang Moneymaker bauen, sehr wichtig, auf jeden Fall. Ich stelle hier ein Lied hin. Und ja. Was ich euch auf jeden Fall auch sagen kann, war, ich mache es selbst auch nicht wirklich meistens. Aber gewöhnt euch die Hotkeys an. Also, ich habe zum Beispiel so Panzereinheiten, wie so Gemini, Gemini oder Longhorn oder was ich denn auch dabei habe, habe ich zum Beispiel immer auf der 5, dann Anti-Air, in dem Fall habe ich die Headets hier mit. Habe ich in den meisten Spielen jetzt immer mit, habe ich auf der 2. Und da hat man halt so Moneymaker oder Generator oder was, habe ich halt immer auf der 4. Und man gewöhnt sich halt die Einheiten an und man ist auch viel schneller damit, ja. Wenn man sich einfach was ist das Q ersparen drückt. Ja, hier versucht mich auch hier zu backdown, aber diese Head macht eben ziemlich viel Schaden. Macht 200 Damage gegen Luft, was ich mich erinnern kann. Oder waren es 199? Ich glaube es waren 199, aber ist auch schon egal. Ja, der Gegner baut hier nämlich Hörnüben Apis auf. Ja, ich habe das Gameplay übrigens auch geschnitten, weil es waren 30 Minuten, das wäre echt ziemlich zu lang gewesen, weil der campt sich am Schluss dann so ziemlich ein. Da ich Bomber bin, fliege ich jetzt immer hier rüber und mache einfach hier ein bisschen AOE-Schaden. Da mich die Apis hier wirklich sehr, leider sehr zurückdrängt. Ein Tipp gegen Artillerie, man kann eigentlich nicht viel tun, weil wenn man jetzt mehr Artillerie bauen würde, Artillerie gegen Artillerie gewinnt meistens der Gegner, weil er in der Zwischenzeit noch mehr Artillerie bauen kann, ja. Somit hat er immer mehr. Es sei ein Tipp, einfach die Einheiten losschicken. Man kann nicht viel mehr tun. Oder halt auf die Seite stellen. Wie in diesem Fall, dass ich hier links die von dieser mittleren Base stelle, dass die halt die Archis da nicht hinzielen können. Klappt halt nicht überall und immer. Deswegen schicke ich die hier auch los. Funktioniert ja auch gut. Jetzt nehme ich hier mehr dann hier Infanterie, damit ich das einnehmen kann. Ja, war leider so unschlau und hat nur 3 gebaut. Ja. Aber ihr seht hier zum Beispiel, das mit dem Makros, das hat jetzt dann wieder dann eine Sekunde oder so gekostet. Und wenn man das auf die Dauer macht, ist das doch schon sehr nützlich. Ja. Der Gegner kann nicht wirklich sehr viel machen, ja. Er bunkert sich auch in seiner Base ein, was die meisten Leute dann machen. Das ist allerdings genauso, was man eigentlich nicht machen sollte. Denn, jetzt kommt der springende Punkt. Er kann sich zwar in der Base einbunkern, okay. Ich kann ihn auch nicht wirklich schlagen. Aber das Gute an mich ist ja, dass ab Overtime 2 bekommt man Schaden. Ja. Und ich habe, wenn ich alle am anderen Base habe, bekomme ich keinen Schaden. Also je mehr Base man hat, desto weniger bekommt man Schaden. Hier nehme ich eben das, seine andere Base auch ein, indem ich hier die Archis auch gebaut habe. Und defensiv. Wenn man diese Taktik macht, also sich einen Spot aufbaut und da die Archis hat, sollte man zuerst immer defensive Einheiten hinbauen, wie zum Beispiel so eine Head oder diese 1090. Denn diese Archis oder wenn ihr auch Artis habt, sind sehr leicht zerstörbar. Genauso wie Bärte. Ja, Bärte sind vielleicht nicht so schwer zerstörbar, aber man sollte doch immer eine Abwehreinheit zuerst hinbringen und dann erst die Archis.
Weil ab dem Zeitpunkt, wo man die Archis dort hinstellt, bemerkt es der Gegner meistens erst. Hier gerade noch die T99 gerettet. Und wenn man die Archis dann eben vorher hinstellt, bemerkt es der Gegner schon und fliegt dann schon mit Einheiten hin und kann eben seine, kann eben die Archis, was man da schon hinplatziert hat, sehr einfach zerstören. Und deswegen immer zuerst defensive Einheiten dahin bauen. Ja, wie ihr seht, er hat in seiner Base jetzt auch ihr Art-Design aufgebaut. Was nicht sehr von Vorteil für mich ist. Ihr seht hier auch, ja, sehr viel defensive Einheiten. Ich bin auch gestorben, ich sterbe auch öfters in dem Game, was allerdings mir nicht wirklich was macht. Ja, weil meine Einheiten sind ja trotzdem noch da und wenn ich klug platziere, kann ich nicht viel machen in der Zeit. Das Einzige, was wirklich schlecht ist, zu sterben, wenn der Gegner gerade einen Punkt einnehmen will und man da jetzt gerade irgendwie Einheiten hinbringen wollte, das ist dann echt schlecht, weil da kann man die halt nicht direkt von dort wieder ausladen und dann kann sich er in dieser Zwischenzeit auch aufbauen. Ich fange hier auch jetzt an, die Goliaths zu bauen, bringt mir allerdings nicht viel. Ich sehe hier, also er bunkert sich immer weiter ein und das ist ein Zeichen für mich. Ich habe, da ich jetzt ihm diese Headhunt habe, seht ihr, er hat diese Seeker oder was? Oder die T90 schießt alle Raketen und ich kann da wirklich davon wegfliegen. Wenn er T und wenn er Heads hätte, dann könnte ich da gar nicht hin, ja? Und so kann ich doch immer ein paar Bomben abwerfen. Bringt jetzt nicht wirklich viel. Aber ihr seht, ich stelle hier auch auf die Map jetzt überall so Heads hin. Weil ich bringe, also Goliath oder so, hätte mir nicht wirklich was gebracht. Artillerie bringt auch nicht so viel. Deswegen gehe ich jetzt einfach auf Overtime, ja? Und baue mir hier einfach überall so Heads hin. Hier sehe, habt ihr es auch gesehen. Und durch kann der Gegner, weil im Normalfall, wenn er sich einbuckert, dann wird er irgendwann drauf kommen, jetzt wird es langsam knapp, jetzt soll ich irgendwas tun. Dann macht er es entweder schlau und haut alles nach vorne. Oder er backdoor. Wenn er backdoor, müsst ihr natürlich schauen, dass ihr da immer geschützt habt, so wie jetzt. Ich sehe das auf der Map. Ich habe da allerdings Heads hingestellt und der ist schon down. Ja? Und er kann vielleicht eine Einheit abladen, vielleicht ein Gemini oder was, aber wenn er da selbst auch noch 2-3 Geminis stehen hat und eine T-Natur oder was, hat der keine Chance. Ich möchte es nämlich eigentlich so machen, dass er gar nicht zu meiner Base kommt. Ja? Hier hat auch die Overtime 2 begonnen und er sieht, wie der Gegner jetzt Leben verliert und ich diese Zeit eigentlich gar kein Leben verliere. Genau, das ist der wichtige Punkt. Wenn er sich einbuchern sollte, dann schaut euch, dass ihr euch auch überall ein bisschen defft. Ja, und wenn ihr euch immer ein bisschen defft, kann er eigentlich nicht wirklich was machen. Da eben, mit der Overtime, bekommt ihr keinen Schaden. Ich versuche jetzt ja auch, die Goliaths loszuschicken. Bringt mal nicht viel. Ihr seht hier, ja, er kann hier den Goliath noch abladen, aber er ist nicht wirklich sehr weit gekommen. Ich kann den auch noch zerstören. Ich baue jetzt ja auch noch, was ich nicht dran gedacht habe. Die Goliaths statt losschicken, hätte ich überall zu so einer hätten Goliath oder so gebaut. Wäre das auch sinnvoll gewesen. Weil dann wäre er einfach nicht durchgekommen, ja. Und ja, das ist eigentlich so mein Standard, ja, Guide-Taktik, was man hier oft anwenden kann. Gegen sehr defensive Leute. Wenn die Leute jetzt sehr aggressiv spielen, ist das natürlich gefährlich, weil wenn man jetzt jeden Punkt ein bisschen sichert und der Gegner seine ganzen Einheiten auf einen Punkt alle losschickt, dann hat man sehr wenig Chancen. Natürlich hat man als Verteidiger immer den Vorteil, man kann die Einheiten, zum Beispiel so Goliaths gerade, kann ich hochheilen, also hochheben und wieder heilen. Ja, hier, übrigens schön Bomber-Style. Also hier mal fett AOE in die Gruppe. Er schickt jetzt auch seine Einheiten hier los. Den Fehler, was er gemacht hat, er schickt sie mit Y los, ja. Dadurch greifen die den Punkt gar nicht an und er muss aber trotzdem durch den Punkt durchfahren. Und der wäre in dieser Zeit, selbst wenn fast keine Einheiten da gestanden wären, er wäre da nicht durchgekommen, ja. Er wäre nicht, die Einheiten wären viel zu langsam. Ihr seht ja auch, er versucht wieder zu backdown, aber verreckt dann wieder sofort an der Head. Und das bringt ihm somit auch nicht wirklich was. Naja, wenn er die Einheiten mit T losgeschickt hätte, hätte er vielleicht meinen Punkt hier gerusht. Dadurch hätte ich jetzt auch Schaden bekommen. Ich bekomme jetzt auch Schaden, weil ich leider versehentlich den unteren Punkt nicht genug gedefft habe. Kann er aber eigentlich ziemlich einfach zurückerobern.
da meine Panzer und ähnliches da unten noch gestanden sind. Produziere dann danach auch Runner, weil ich den Punkt eben zurückbauen wollte. Habe ich aber schon gemacht. Ja. Ist in dem Fall schon sinnlos, weil er hatte das Spiel eigentlich schon verloren, der mal angefangen hat, sich einzubunkern. Also ich bunkere doch nicht ein, schaut, wenn ihr merkt, der Gegner bedrängt euch, dass er wirklich einen Punkt wirklich zurückbekommt, sonst habt ihr keine Chance mehr. Weil er auch mehr Geldeinkommen hatten und weiteres. Ja, jetzt gibt's ja auch den End, das folgt ja aus das Ende. Schreibt in eure Kommentare, wie euch das